Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute jetzt mal so ein anderes Intro. Ihr könnt mich sehen. Hab gedacht, es wäre mal wieder Zeit. Wir haben ja Anfang des Jahres immer noch. Ist gerade mal so eine Woche alt und ich hoffe, bei euch ist auch noch nicht so der Stress ausgebrochen. Bei mir jedenfalls nicht. Ist immer noch sehr ruhig. Also geht erst ab nächste Woche richtig los, wenn dann wieder alle mal da sind und so weiter. Ja, und ich wollte jetzt die Zeit nutzen, um mal wirklich Danke zu sagen dafür, dass ihr euch meine Videos anguckt und doch bei denen, die jetzt vielleicht auch im Laufe des Dezember sich dazu entschlossen haben, mir ein Abo dazulassen. Also mein herzlichen Dank dafür und natürlich auch für eure Likes und die Kommentare, gerade in dem Bereich vom Dezember, da ihr habt so viele Videos online. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen oder bis heute noch nicht dazu gekommen, wirklich alle, die ich mir gerne angucken würde, zu sehen, weil geht ja nicht. Ne? Wann soll man das machen? Ne? Ich habe jetzt die Möglichkeit, immer noch ein bisschen auf Arbeit noch mal ein bisschen zu gucken. Sonst würde es ja nicht klappen. Aber naja, ab nächste Woche sieht es vielleicht ein bisschen wieder anders aus. Ja, und wie das so ist im Jahreswechsel, man überlegt sich, was war gut, was dann war nicht gut. Vielleicht trifft man irgendwelche Sachen, wo man sagt, gute Vorsätze. Und natürlich habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was ist mit meinem Kanal? Ja, als erstes kommt natürlich Kanalname. Ne? Der ist wirklich schwierig, das merke ich ja immer wieder, wenn irgendwelche anderen da vielleicht den erwähnen wollen, haben sie ein Problem damit. ja, ist nicht so einfach, ich weiß das. Und das liegt eigentlich daran, ich hätte den natürlich ganz anders genannt, aber. Mein Nickname, den ich eigentlich schon jahrzehntelang habe, der ist eigentlich über YouTube schon mal belegt. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich noch irgendwelche Zusätze mache oder ähnliches. Und da war ich immer ein bisschen im Zweifel, ob man das so einfach machen kann. So, da habe ich so ein bisschen nachgelesen und habe gedacht, vielleicht geht das. Ich muss das wirklich mal probieren und mich das auch mal trauen, ja? Ich bin da immer so ein bisschen, naja, neue Sachen sind nicht unbedingt mein. Also, das habe ich auf alle Fälle vor. Da wird es vielleicht einen anderen Namen geben. Und andere Sachen sagen wir mal so, dass ich euch jetzt sagen könnte, dann und dann gibt es bei mir Videos. So was wird es bei mir nicht geben. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Bei mir wird das weiterhin so bleiben. Ich veröffentliche dann Videos, wenn ich sie gemacht habe. Ja? Und das kann mal sein, dass ein paar hintereinander kommen, dann kommt mal wieder nichts und so. Und es wird auch so weiterhin bleiben, dass ich hier sitze und was bastel und ihr dabei zugucken könnt. Aber ich werde keine Tutorials oder ähnliches machen. Das ist einfach nicht mein Ding. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich jobmäßig ganz vielen Leuten immer was erklären muss. Und das muss ich hier nicht machen. Das machen andere super toll. Ich freue mich da auch immer wieder dran. Ne? Deshalb wird das schon so bleiben. Ja. Dann gibt es natürlich Sachen, die mir immer richtig gut gefallen. Das sind diese Eingangsbilder. Da bin ich immer so ein bisschen faul, muss ich echt sagen, weil ich vergesse immer ein Foto zu machen. Und das ist auch so mein Problem insgesamt, weil ich filme ja nicht mehr mit dem Handy, mit dem man auch telefonieren kann, sondern mit einem toten Handy. Das ist wirklich nur dazu da, um jetzt für euch diese Filme aufzunehmen, weil es mir zu schwer ist. Um mit rumzutragen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich hatte gesehen, eigentlich gefällt mir das auch so, diese Live-Sachen, aber das würde mit dem Ding natürlich nicht gehen. Und ich habe ja gelesen, man braucht 1000 Abonnenten. Habe ich natürlich auch noch nicht. Das heißt das nicht, dass ich unbedingt diese 1000 haben will. Nee, nee, so ist das nicht. Ja, also, alles so ein bisschen Sachen. Ich mache mir darüber Gedanken, aber nicht so doll. Ne? Wir wollen mal einfach auf dem Teppich bleiben. Chloe, versteht das, was ich meine? Ja, worüber ich mir natürlich noch Gedanken gemacht habe, ist so dieses ganze Holz und so was alles. Also, das ist ja was, Ich war heute beim Action-Einkaufen und ich sage euch eben, ich habe nur einen Stempel mitgenommen und nicht mal für mich, sondern für mein Enkelkind. War ganz stolz drauf. Also, das muss hier ein bisschen weniger werden und ich habe auch angefangen, ein paar Sachen auszusortieren. Ich weiß noch nicht, wie ich die eigentlich unter die Leute bringe. Das ist, aber irgendwas muss passieren, weil das ist einfach zu viel. Und
ich muss mich vielleicht auch wieder ein bisschen konzentrieren auf das, was ich eigentlich vorher gemacht habe. Nämlich vor diesem Junk Journal, wo ich angefangen habe, wieder was Neues zu sammeln. Das ist ganz fürchterlich. Es ist eigentlich besser, ein bisschen wieder zurück zu dem, was ich sonst gemacht habe. Art Journaling, Karten und sowas alles. Das geht nämlich wesentlich schneller. Und das ist das Problem. Weil wenn ich an so einem Junk Journal wirklich wochenlang sitze, dann habe ich natürlich weniger Zeit für alles andere. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir machen mal wieder ein bisschen was Mixed Media, was hier schon ganz lange rumliegt. Das ist das Schlimme. Ja, einige Sachen sind wirklich so. Ich weiß ja nicht, wie lange die wirklich liegen. Und das bedeutet ja, dass das Material dafür auch so lange rumliegt. Und das ist einfach nicht gut. Ja, deshalb geht's jetzt hier mit dem nächsten Mixed Media Ding los. Anfangen will ich mit diesem Ding hier, diese Malplatte, die ich da mal gemacht hatte. So. Inspiriert von dieser Rakeltechnik von Inge Scholler Art von dem Kanal. Hat gesagt, also das würde sich ja super eignen für irgendwas Steampunk-mäßig. So. Jetzt habe ich da so einiges an Materialien schon rausgesucht. Hier haben wir zum Beispiel von LaBlanche sowas. Das war mal irgendwie, seht ihr, das ist eigentlich eine Uhr. Und dazu gibt es passend hier so ein. So eine MDF-Platte und da sind auch Zeiger drinne und sowas alles. Ich guck schon alles ein bisschen vor, das muss ich alles mal rausnehmen. Und dann habe ich da so ein Riesenteil hier mir mal, ups, andersrum, mir mal von Stamperia geholt. Cuts and Scraps. Ja. Riesig große Zahnräder und sonst sowas alles da drauf. Das nehme ich jetzt mal auseinander und dann gucken wir uns das mal alles an. Ich weiß auch noch nicht, wie weit ich euch jetzt da im Prinzip mitnehmen kann oder sowas. Das, ja. Dieses ganze Zeugs hier, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das sinnvoll ist, das gleich zu embossen zum Beispiel. Oder ob es nicht sinnvoll ist, da vorher mal ein bisschen Gesso drauf zu machen. Damit es nicht so eindringt. Das ist manchmal besser. Und auch bei diesen, hier, bei diesen, na, ja, Ketten. Wenn man das so lange nicht gemacht hat, wie ich jetzt, dann steht man da immer vor den Materialien und weiß eigentlich nun ja nicht mehr, wie das geht. Das ist wirklich so. Das fällt mir immer wieder auf. Und naja, ich bin gespannt. So, ich lege das jetzt alles mal kurz zur Seite und hole mir mal jetzt hier so ein Stück Papier. Weil diese Dinger hier, die hätte ich schon ganz gerne wieder so gerostet, wie ich das ja schon mal probiert hatte. So. Und jetzt habe ich mir dieses ganze Zeug hier geholt und hatte ja da schon festgestellt, dass er ja nicht mehr so viele drin ist, was eigentlich wahrscheinlich ja nicht für mein Eisenpulver, was ich noch habe, ausreichen wird. Das heißt also, ich habe jetzt auch wieder was Teig schon liegen. Bei LaBlanche gibt es die Dinger nämlich noch, auch als komplettes Set, also als komplettes Rostset oder aber die Dinger als Nachfüller, nicht Nachfüller, sondern so als einzelne Set nur. Diese Oxidationsmittel und im Moment hat es, glaube ich, auch nur 3%. Also habe ich mir jetzt sowas nochmal nachbestellt. Und ja, ich muss jetzt gucken, wie wir das alles am sinnvollsten machen. Diese Deko-Soft-Farbe hatte ich ja auch. Ich brauche jetzt mal einen kleinen Pinsel, weil hierfür brauche ich bloß einen kleinen Pinsel. Und dann muss man ja wieder dieses Eisenpulver hier darauf. Wartet mal. Ich habe hier einen Haufen Zeug zu stehen. Diese Rosteffektpulver darauf machen. Ist ja Eisenpulver. Und dann diese Oxidationsmittel da raufschmeißen. So. So, geht jetzt mal weiter hier. Und ich weiß jetzt ja nicht, wie viel ich wo zusammenschneiden kann aus den Videos. Gut, das ist meine Malpappe. Und ich hatte ja diese Uhr rausgesucht hier. Die hat jetzt so eine, ja, eine Schicht, die kriegt erstmal aus dieser Rustpaste hier. Rusty heißt die ja. Hat mir jetzt mal. Endlich mal eine neue bestellt, damit es dann auch mal wieder eine Paste ist, weil meins ist ja schon, naja, ist als Farbe noch gut zu gebrauchen. So, und da drauf habe ich Embossing-Pulver drauf gemacht und zwar habe ich so ein Melted Metall. Das sind verschiedene Metall, also das glänzt Silber und Kupfer. So ein Dickschicht Embossing-Pulver, das ist von der Stempelbar gewesen. Und ja, und ein bisschen habe ich hier auch so ein Wischmetall noch draufgewischt. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht, manchmal sieht es so ein bisschen blau aus oder grünlich oder sowas. Das ist jetzt diese Uhr. Dann habe ich dieses große Teil. Das ist auch schon soweit. Hier mit der Rostpaste und auch genauso mit dem Embossing-Pulver. Und hier ist auch so, seht da so ein bisschen diese grüne und
blaue, ja, das Zwischenmetall drauf. So ein Versuch davon. ja, das sind die zwei Teile. Dann habe ich, was die rostet. Das liegt hier und das habe ich auch zweimal gemacht. Weil mir ist aufgefallen, ich habe wahrscheinlich immer zu viel Pulver von dem Zeug drin. Ich habe mich ja immer so geärgert, dass wenn ich hier, das ist eins aus der ersten Serie, wenn ich hier irgendwo lang fahre, dass diese Pulver hier runterrinnt wie Embossing-Pulver, also nicht fest ist. Aber beim zweiten Versuch habe ich das so gemacht, ich habe hier so eine Steineffektpaste. Ja, Sandstein halt. Und die habe ich gemischt mit dem Pulver gleich und habe dann die Paste aufgetragen. Und dann das Oxidationsmittel. Und da war natürlich nicht so viel von dem Pulver drin. Also das geht jetzt hier eigentlich mit dem, was abfällt. Der großen Platte hier ist auch dieser Rost drauf. Und der Effekt ist ja schon schön, oder? Also finde ich ganz gut. Auch diese Sachen hier. Ich weiß nicht. Oh, haben wir jetzt nochmal ein weißes Stück Papier in Kleinritt? Ist hier irgendwo was? Naja, nicht ganz weiß. Aber ich nehme das mal so. Vielleicht kann ich euch das dann besser zeigen. Ah, das ist die Rückseite. Das ist doof. So hier, können wir mal sehen. Also da ist wirklich eine Rostschicht drauf hier, ja. So. Und auch diese Zahnräder. Oder auch mal Fake-Zahnräder, wie hier. Ich hoffe, man sieht das. Ja, das ist richtig so dicke. Weil die, ja, die Pasta so ein bisschen sowieso so porös war. Und es hält auch drauf. Aber noch so eins hier. Da ist dann dieser gelbe Oxidationsmittel drauf. Und auf einen habe ich so ein. Ja, das Bräunliche halt drauf. So. Gut, das hat also wirklich gut funktioniert, freue ich mich. Das packen wir jetzt mal kurz zur Seite. Moment. Ja, das liegt auch mal weg. Und dann habe ich nochmal, was ihr macht, und zwar, ihr habt ja da auch ein Patina-Set. Also, das bedeutet also, dass es das so ein Kupferpulver war. Und dann hast du auch Oxidationsmittel. Habe ich jetzt aus diesem Set von Stamperia die Dinger. Die habe ich erst Kupfer angemalt, hier mit so einer ganz brillanten Kupferfarbe. Und dieses, was hier so jetzt gold schimmert, ist eigentlich das Kupferpulver. Da ist auch Oxidationsmittel drauf, aber das hat das Ganze hier nicht wirklich interessiert heute. Also, da ist nichts weiter passiert, außer dass ich das Kupferpulver hier so ein bisschen an den Finger kriegen kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Und ich habe auch keine Lust, die Ewigkeiten zu warten. Das hat schon stundenlang gedauert und das hätte was passieren müssen, laut der Beschreibung, ist aber nicht. Ja, jetzt hat das hier eigentlich eben, wie gesagt, nicht funktioniert. Und ich habe mir jetzt überlegt, was mache ich jetzt, weil ich werde es hier auch nicht nochmal das probieren und da nochmal so eine Lösung drauf machen und das über Nacht da wieder liegen lassen. Da komme ich ja nie vorwärts. Ich habe ja dieses Grünspan. Das könnte ich auch nehmen, diese Patina. Aber ich habe gedacht, versuchst du mal was anderes, weil es gibt auch Distress-Embossing-Puder. Also steht wirklich Powder drauf. Ja, und dieses Pulver ist eigentlich so, dass man da auch ein bisschen nach dem Embossen immer noch was abreiben kann. So ist das extra gemacht. Ich habe davon nur original ein Fired Burlap. Und ihr seht, glaube ich, war, da ist noch nicht viel raus, weil das habe ich noch nicht oft benutzt. Ich wollte damals auch so eine Farbe haben, die so, ja, die man hinterher vielleicht noch mit anderen Farben einfärben kann. Ich habe aber noch zwei andere. Und zwar waren die mal von einem Workshop, den wir mal gemacht haben. Also hier so ein Grün und so ein richtig Blau. Und jetzt habe ich gedacht, ich mische das mal zusammen. Und dann machen wir da einfach mal was drauf und gucken mal, was damit passiert. Also, ich sag mal, wenn der ein schlimm wird, könnte ich immer noch diese Patina holen und da rüber gehen. Ja, ich glaube, wir machen das einfach. Wie gesagt, wenn nicht, gehe ich da immer noch mal mit der Patina rüber da. Kennt ja nichts. So, ja, wie machen wir das jetzt? Ich brauche ja irgendwas, um das hier aufzutragen und ich will auch nicht so partiell. Also wenn ich jetzt hier einfach als Stempelkissen nehme und darüber fahre, dann habe ich zu große Flecken, finde ich jedenfalls. Ich nehme mir jetzt doch noch mal hier so ein anderes Papier. Ich habe mir gedacht, ich suche mir einen Stempel, den der Flecken drauf hat. Und stempel das einfach mal über das Ding drüber. Und dann werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Am besten, wir nehmen wirklich gleich mal das Große. Dann weiß ich nämlich, jetzt, jetzt oder jetzt nicht. Toll, dass die Dose noch zu war. Sonst hätte ich schon wieder Spaß. Okay, versuchen wir das mal. Jetzt ist es ja, macht es hier auch keinen Unterschied, wenn ich hier den Rand irgendwie mit einfärbe. Was bei diesem Stempel ein bisschen schwierig ist. So, wir gucken mal. Da, wo ich diese Pulver gemacht habe. Machen wir jetzt einfach so eine
So eine Tupfer hier hin. So, es sieht ganz schön fleckig aus hier so. Ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das gefällt. Oder ob man nicht hier irgendwo noch. Aber das können wir hinterher noch machen. Ich embosse das jetzt mal und dann gucken wir mal. Ja, das ist jetzt hier embossed. Und ihr seht, glaube ich, ne? Das sieht aus wie vorher, das Pulver. Dann kann man hier immer noch ein bisschen was runterreiben. Also ich habe hier so Abrieb da, ne? Dann hat man hat nicht richtig embossed. Aber ja, das war jedenfalls so gedacht auch von Tim Holz, dass man da immer irgendwie Partikel abreiben kann. Also diese Distressed-Optik eigentlich auch mit dem Embossing-Pulver hat. Aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt hier von der Farbe her nicht so das, was ich dachte. Ich hätte gehofft, ich habe mir so ein bisschen wirklich Grün sparen da. Habe ich aber nicht. Ich hoffe, ich habe hier überall richtig embossed. Man sieht es ganz schlecht bei diesem Pulver, ob das jetzt schon embossed ist oder nicht. Weil es sieht eigentlich aus wie vorher. So, jetzt habe ich hier wieder Krümel. Okay, ja, was haben wir noch? Die Dinger, die würde ich natürlich gerne noch ein bisschen mit dem Kupfer hier so einfärben von Fenneberg mit dem Wachs. Ja, ich möchte hier eigentlich Höhen ein bisschen aufbauen, ja? Jetzt ist es so, Blanche hatte hier so eine Spulen immer dafür genommen. Aber die sind mir zu hoch. Die hat ja manchmal dann so was gemacht, dass sie die Uhr hier raufgesetzt hat auf diese Spulen und dann hat sie noch eine kleinere Spule genommen und hat dann die Zeiger darauf gebaut. Das finde ich alles irgendwie von den Höhen her zu viel. Also eigentlich würde das reichen, wenn es die Hälfte wäre. Und das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt also gedacht, ich nehme einfach diese ganzen Reste von diesen Stamperia da. Wobei die manchmal auch ganz schön aussehen, wenn man die irgendwo hinpackt. Aber ich glaube, ich versuche diese hier zu nehmen und die aufeinander zu setzen und dann das darauf. Fällt gerade auf, man könnte natürlich hier auch noch ein bisschen Kupfer rummachen, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Wartet mal. Machen wir das auch noch. Komm mal her. Außenrum so. Die Kanten. Das wäre irgendwie eine schöne Idee, glaube ich. Ja, auf alle Fälle ist alles so eine Soße. Also muss ich das irgendwie nochmal voneinander irgendwie koppeln. Das Ganze so. Oder entkoppeln, sag ich mal. Sonst erkennt man das ja eigentlich ja nicht, was jetzt da drauf ist. Und habe ich mir jetzt natürlich Gedanken gemacht. Und vor allem ist das auch so mit dieser Uhr. Also da hadere ich so ein bisschen mit mir. Zeige ich euch mal gleich, was ich da noch machen möchte. Und zwar, ich habe so Bierdeckel. Zack. Dann die Uhr erst drauf. Dann schwebt die nämlich auch so ein bisschen, was ich sehr schön finde. So, jetzt ist der Bierdeckel natürlich noch weiß. Ja, sehe ich auch, weiß ich auch. Wartet mal, nehmen wir Mike. Jetzt hatte ich so eine lustige Idee, dass wir auf diesen Bierdeckel hier die Frau darauf stempeln. Die hier, das ist auch wieder eine, sondern von La Blanche. Eine Nachgemachte, die gibt es auch von, Nachgemachte, nicht freiem Motiv, denke ich mal, weil die gibt es auch von Stamp Francisco. Und bei Stamp Francisco ist die Frau ein bisschen mehr drauf. Also hier unten, die hat ein bisschen mehr Hals und hier oben hat sie auch ein bisschen mehr von den Haaren und so. Die macht sich da eigentlich besser, aber die halt nicht. Also muss ich jetzt mit der vorlieb nehmen. Und ich dachte mir, ich stempel die einfach mal mit so einem ganz dunklen Braun darauf. So, dann versuchen wir mal das hier, dieses Akron. Oh, ist immer noch sehr dunkel und auch rötlich, aber vielleicht ist es besser. So, bei dem Stempel ist es schon so, dass das alles ein bisschen hier rollt. Also, ne? Ich weiß nicht, seht ihr das da? Der wird schief. Warum auch immer. Obwohl der richtig, der liegt also ja richtig, glaube ich, bei mir in der Kiste. Also, manche stehen und der liegt hier trotzdem. Hat der so eine komische Wedellung und dann müssen wir sehen, dass wir den hier irgendwie überhaupt richtig raufkriegen. So, und jetzt ist das, was so bei so einem Stempel so richtig doof ist. Seht ihr das, was ich meine? Eine totale Abgrenzung. Also, da weiß man ja nicht. Also, ich weiß denn immer nicht, was ich damit wirklich machen soll. Ja, jetzt müssen wir da irgendwas draus machen. Und das wird natürlich jetzt auch wieder nicht so leicht.
Ich müsste jetzt wieder mal irgendwie eine Stempelfarbe suchen. Dieses wäre ja nicht so schlecht, dieses Sepia. Wollen wir das mal mit Sepia versuchen? Weil ich möchte nicht dieselbe nehmen. Wartet mal, wo ist Sepia? Hier. Und dann mal versuchen, hier irgendeine Schrift hinzustempeln. Ich habe mir jetzt noch so eine kleine Maske hier geschnitten und ich habe hier so eine. Das ist neu. Ich habe mir wirklich noch mal was bei Blanche bestellt. Ein paar Stempel. Die hatte da wieder Prozente und ihr habt ja auch Stempelkissen und so was alles. Preiswerter. So. Ja, das ist gut. Genau so dachte ich mir das. Jetzt müssen wir bloß irgendwie finden, wie wir das nächste daran stempeln. Also, ne? Ja, ist okay. So, und hier oben diese glatte Kante. Also, ich möchte ja eigentlich versuchen, da wie so ein bisschen was zu reißen. Und hier oben mir sowas drin zu legen und dann diese Schrift da drauf zu stempeln und hoffentlich ein bisschen rinnen. Aber es wird nicht funktionieren, wa? Denke ich mal nicht. Wir werden es versuchen. Nee, sieht trotzdem gerade aus. Tja. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken, welche Seite die hier. Und dann machen wir das hier auch so. Auch wenn es nicht so richtig funktioniert, wie ich dachte. Das bleibt jetzt nicht alles übrig, als das zu machen, oder? So, und hier nochmal. Gut, hier unten ist ein bisschen dürftig. Kriegt das nochmal ein bisschen doller hin. Ja, okay. So, jetzt haben wir da so. Oh, hier sind überall sind irgendwelche kleinen. kleinen Kullern. Oh Gott, ich fühle mich schon wieder die Worte. Also, ihr wisst, diese ganze Pulver und so liegt jetzt hier überall auf meinem Tisch. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie was nochmal ein bisschen anfärben. Mal sehen, dass wir das nehmen hier. Ja, das ärgert mich eigentlich jetzt ein bisschen. Was könnte man jetzt machen? Hm? Ein Teebeutel nehmen, ne? Ist das nicht so? Ob da jetzt ein Teebeutel draufklebe? Also hier so oben oder was? Könnte das gehen? Was meint ihr? Hm? Kann man ihn suchen, oder? So, also jedenfalls sonst finde ich das sowas hier immer nicht so schlecht. Mit so einem Bierdeckel kann man eine ganze Menge machen. Aber das hier ist jetzt doof. So, also ich hole jetzt einen Teebeutel. Ja, dann gucken wir mal, was wir hiermit machen. Man da einfach oben sowas hinklebt. Ich habe immer von sowas, wie gesagt, keine Ahnung. Aber das machen wir jetzt mal. Ich reiß mir jetzt hier einfach sowas raus. Und klebe das da so hin. Das muss das natürlich hier wieder trocknen, bis ich das da abreißen kann. Lassen wir es so, wie es ist? Ich glaube schon. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das hier. Hier ist das irgendwie so ein bisschen kahl. Aber ich glaube, ich klebe das jetzt erstmal so auf, wie ich mir denke. Und dann muss ich mir hiervon noch was einfallen lassen. Vielleicht für hier auch. Ich muss mal gucken, wie das alles so aussieht. So, mittlerweile hat das jetzt hier so mal alle drauf geklebt. Und die Frau können wir jetzt auch hier von dem Teebeutel befreien. Sagen wir jetzt den Teebeutel da ab. Ja, und dann müssen wir das nochmal irgendwie. Nee, so richtig gut gefällt es mir nicht. Hm? Ich habe immer noch diesen richtigen krassen Strich da. Ha. Wir könnten jetzt noch eigentlich einen Schnörkel oder sowas da hinsetzen. Hier so. Müsste aber ja sehr filigran sein. Ich suche mal. Jetzt hatte ich fast diese ganzen rostigen Teile da vergessen, aber die wollte ich sowieso hier hinhängen. Insofern passt das ganz gut. Und ich habe ja auch noch ein paar rostige Zahnräder. Ja, jetzt habe ich hier so einen Schnörkel gefunden. Den finde ich jetzt hier richtig gut. Jetzt sieht das bloß ein bisschen komisch aus, wa? Weil ich wollte ja hier diese Uhr aufsetzen. Moment, wo sind die 1? Die ist da. Also ist die 12 da. Und dann kommen ja da ohne Zeiger ran. Das sieht ein bisschen merkwürdig alles aus, oder? Wobei, man kann ja den Zeiger so machen, dass die Frau da noch zu sehen ist. Ich finde es trotzdem sehr gut.
Ja, das Ding muss jetzt natürlich auch noch irgendwie eine Farbe haben. Ich denke, das muss Kupfer werden. Da werde ich das jetzt noch mal Kupfer anmalen hier. Und dann, boah, ja. Dann kleben wir das alle zusammen. Ja, dann zeige ich es euch wieder, wenn es fertig ist, weil es dauert jetzt zu lange. Ich habe das doch so außerhalb der Kamera fertig gemacht, weil das ist echt schwierig. Ich muss da manchmal von oben rauf gucken und es funktioniert ja nicht mit dem Handy und so weiter. Ja, und mir ist dann aufgefallen, diese ganzen kleinen Zahnräder, die rosteten, die fehlen jetzt hier drauf. Aber finde ich jetzt nicht schlimm, kann ich für das nächste Mal benutzen. Das Einzige, was ich noch aufgeklebt habe, sind hier diese, ja, diese Ketten. So. Und ich habe überlegt, ob ich hier noch was drauf setze. Was Metallisches, wisst ihr, irgendwie. Aber ich glaube, das wird dann nichts, weil im Moment ist das Augenmerk ja auf diese Uhr und diese Frau gerichtet. Und wenn ich hier irgendwas Metallisches hinmache, dann, ja, dann geht der Blick sofort dahin und das soll es eigentlich nicht. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, man kann das einigermaßen so erkennen. Wartet mal, vielleicht hier so ein bisschen schimmern tut das alles so ein bisschen. Und ja, ich finde es ganz gut, muss ich echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das war jetzt mein Projekt. Hat ganz schön lange gedauert und wie gesagt, war doch nicht so einfach, wie ich dachte, weil ja, man kann nicht so alles mitfilmen. Das funktioniert bei so einer Sache doch nicht, wie ich dachte. Gut. Ich werde jetzt daraus einen Film schneiden und dann gucken wir mal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.